Ja, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dann ist mein Name. Ich bin in der Intensivmedizin im Klinikum Rüsselsheim tätig und darf Ihnen jetzt zum Abschluss etwas über so ein Krankheitsbild sagen, wo man doch immer so ein bisschen ungutes Gefühl dabei hat. Es macht doch so, so ein bisschen Unsicherheit, weil es halt doch so ein Erkrankungsbild ist, was man nicht jeden Tag hat. Im internistisch-intensivmedizinischen Blut machen die Intoxikationen so ungefähr 8-12% der Notfälle aus, die von internistischen Notfällen auf der Intensivstation aufgenommen werden. Und so ein gewisses Unbehagen ist dann doch dabei. Und ich versuche Ihnen mit ganz einfachen Mitteln so dieses Unbehagen jetzt so ein bisschen zu nehmen. Wo sprechen wir oder wo klassifizieren wir die Intoxikation ein? Wir sind bei den internistischen Notfällen und es ist ein Notfall mit Bewusstseinsstörung. Und wir unterscheiden bei den Bewusstseinsstörungen die sogenannten internistischen Notfälle mit primärer Bewusstseinsstörung und mit sekundärer Bewusstseinsstörung, also beispielsweise durch eine Blutung, wie auch immer. Und wir befinden uns definitionsgemäß mit den internistischen Notfällen mit primärer Bewusstseinsstörung bei den Intoxikationen. Jetzt gibt es da so ein paar Fußangeln. Denn das Koma nicht-traumatischer Genese, also diese internistischen Notfälle mit primärer Bewusstseinsstörung, gibt es eigentlich drei Differentialdiagnosen. Und die drei Differentialdiagnosen muss man immer so im Kopf abarbeiten, wenn jetzt nicht eine typische Anamnese da ist, dass ein Abschiedsbrief oder ein Asservat vom Rettungsdienst mitgekommen ist. Was ist das? Das nicht-traumatische Koma unklarer Genese, also primäre Bewusstseinsstörungen sind drei Hauptkrankheitsbilder. Die Intoxikation, das Zuckerkoma und die Schlaganfälle. Und wir wollen uns jetzt heute mit den Intoxikationen beschäftigen. Das einfach nur, wir werden da später zur Diagnostik nochmal drauf kommen, warum das so wichtig ist, auch das Zuckerkoma im Hinterkopf zu haben. Aber für Sie so zu merken, nicht traumatisches Koma, unklarer Genese, Intoxikation, Zuckerkoma und die Schlaganfälle. Jetzt habe ich schon gesagt, so 8-10% Vergiftungen im, sagen wir mal, Setting der internistischen Intensivmedizin. Jetzt hier mal ein paar Daten aus der Giftinformationszentrale in Mainz. Giftinformationszentrale in Mainz betreut drei Bundesländer, nämlich Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland. Und die haben so jährlich ungefähr 200.000 Beratungen, mittlerweile sind sogar mehr, es geht jetzt so auf die 250.000 sogar zu, also bundesweit. Und die Giftinnovationszentrale in Mainz hat so ungefähr 27, auch das hat ein bisschen zugenommen, bis 32.000, wie Herr Stürer mir jetzt berichtet hat, als Leiter der Giftinnovationszentrale. Wer ruft da so an? Natürlich in aller erster Linie Sie als ärztliche Kollegen, also Klinikarzt und Laie. Und dann gibt es niedergelassene Ärzte, Ärzte der Notdienst, Rettungsdienst. Das sind natürlich eher so ein paar Inselgruppen. Der niedergelassene Arzt einfach deshalb weniger, weil er weniger mit einem Akutbild zu tun hat. Der ärztliche Notdienst auch. Rettungsdienst, so präklinisch gibt es eigentlich nicht immer so viel zu telefonieren, es sei denn, es ist jetzt ein Gefahrgutunfall und es wird über Kemmler-Zahlen berichtet. Und das meiste ist aber der Laie, der also von zu Hause, akzidentell, also Wechselung, das Kind hat irgendwas genommen und der Klinikarzt. Das sind eigentlich so die zwei Gruppen. Das brauchen sich jetzt nicht alles zu merken, aber ich möchte Ihr Augenmerk ein bisschen darauf lenken, was sind so die Top 3, kann man eigentlich sagen, mit was wir es in der Klinik so zu tun haben. Sie sehen, das Portfolio geht von erster Gruppe der Medikamente bis letzthin zum Klebemittel, Rasierwasser, Duft, Zündstoffe, zur Herbstzeit, Ilex und rote Beeren für die Kinder. Aber was für die Erwachsenen, für uns im Intensivbereich am häufigsten ist, sind die Heilmittel, also sprich Medikamente, sei es jetzt entweder suizidale, oder sei es akzidentell, die ältere Dame, die ihr Digitales verwechselt hat und jetzt plötzlich ein paar Tabletten mehr genommen hat. Es sind an zweiter Stelle die Pflanzen, hier insbesondere die Kinder. Und sowohl akzidentell aus Verwechslung, weil Opa irgendein Putzmittel in der Garage abgefüllt hat, in der Colaflasche, das Kind erkennt die Colaflasche und trinkt es eben aus Verwechslung. Oder Arte bei den Reinigungs- und Putz- und Pflegemitteln, auch in suizidaler Absicht, Säuren, Laugen, Chlorhydriger und Ähnliches. Wir hatten jetzt gerade kürzlich in der Intensivstation einen ganz interessanten Fall, einen Installateur, der eine Rohrreinigung
gemacht hat und es gab eine Verpuffung und der hat Chlorgas inhaliert. Dramatisches Bild, der ist der Lehrbub gewesen und der Geselle, der mit ihm da gearbeitet hat, auch. Also die waren im Doppelpack eingeliefert worden. Also es ist gar nicht so selten. Also wie gesagt, das sind so die drei großen Gruppen, die Sie im Hinterkopf haben sollten. Die Medikamente, die Pflanzen und die Reinigungsputz- und Pflegemittel. Alles andere kann man über die Giftnotrufzentrale immer gut nachfragen. Jetzt gehen wir mal eine Stufe tiefer in die Materie. Was sind denn so unsere Top 4 bei den Medikamenten, mit denen wir uns so im tagtäglichen Leben in der Intensivmedizin beschäftigen müssen? Das sind einmal, und das immer noch an erster Stelle, die Benzodiazepine und Hypnotika. An zweiter Stelle die Neuroleptika. Dritter Stelle die trizyklische Antidepressiva und die Analgetika, die haben eigentlich keinen Stellenwert, die werden immer genommen. Gerade das Paracetamol, da kommen wir nochmal gesondert dazu, weil das von der Bioverfügbarkeit und dem Abbau in Sulfat und Glykoronidierung nochmal einen besonderen Stellenwert für die Leber hat. Aber das sind so die 4 Wirkstoffgruppen, die wir so im klinischen Alltag eigentlich immer vor Augen haben müssen, und es gibt ja dann, da kommen wir bei der Diagnostik dazu, so bestimmte Schnellscreening-Tests, wie beispielsweise der Triage 10, Urintest, wo man so die 10 gängigen einfach mal im Urin abfragen kann und schauen kann, was zur Grunde liegt bei der Intoxikation. Also wie gesagt, die 4 großen Substanzen innerhalb der fast 50%, der Hälfte der Vergiftungen, die mit Medikamenten stattfinden. So. Was will ich mit Ihnen jetzt tun nach dieser kleinen Einführung? Ich möchte mit Ihnen in der Kürze der Zeit und jetzt auch zum Schluss so ein bisschen Ihren Blick schärfen, dass Sie so ein bisschen den Überblick haben, worauf es ankommt. Wir können jetzt nicht jede einzelne Substanz klein durchgehen, aber ich möchte mit Ihnen so ein bisschen besprechen, wer vergiftet sich womit und warum, die Klinik und die Diagnostik und was machen wir therapeutisch und wie ist die Prognose dieses Intoxikationstraumas, wie es auch in der Fachliteratur genannt wird. Ich glaube, mit dieser althergeholten Fernsehsendung, ich zeige das Bild immer ganz gerne, können Sie sich ganz schnell merken und behalten, wenn Sie im täglichen Arbeitsumfeld sind, wer sich mit was intoxikiert. Also hier so die Kleinkinder, Maggie, das ist eher so aus Verwechslung heraus, Pflanzen, irgendwas trinken, eher akzidentell. Bart und Lisa im jugendlichen Alter, da muss man schon sagen, da spielen die Drogen und Designerdrogen eine große Rolle. Da komme ich ganz zum Schluss noch dazu, was momentan so en vogue ist und das nicht nur im Rhein-Main-Gebiet aus der Nähe zu Frankfurt, sondern generell in deutschen Landen, was so zu uns herüberschwappt. Und im Erwachsenenalter, da ist es entweder aus Verwechslung heraus, akzidentell, oder die zweite große Gruppe, suizidal. Wie sieht es in Zahlen aus? Vergiftung im Kindesalter, in der Tat die größte Gruppe, die akzidentelle Intoxikation. Ich hatte es bereits gesagt, das passiert meistens, weil das Kind oder die Kinder eine bestimmte Flasche, Substanz kennen, damit was Angenehmes verbinden. In der Garage wird dann irgendwelches Motorenöl in der entsprechende Flasche umgefüllt. Das Kind erkennt die Limoflasche, trinkt daraus. Das ist so der Klassiker, der uns im klinischen Alltag auch bei den Pädiatern vorgestellt wird. Zweite große Gruppe im Kindesalter ist einfach aus der Neugierde heraus, nicht jetzt aus der Verwechslung heraus, sondern einfach aus der Neugierde heraus. Das sind alles bunte Packen, also wenn ich jetzt irgendeine vergessen habe, ich habe noch keinen Werbevertrag mit irgendeiner dieser Firmen, sondern einfach mal so ein paar rausfotografiert. Das sind einfach diese bunten Flaschen, die die Kinder anlocken, und das hat natürlich, teilweise duftet es ja auch nicht schlecht, und dann wird eben akzidentell aus der Entdeckungsreise heraus etwas eingenommen. Wobei man sagen muss, die Kindernotfälle sind aber auch leicht zu therapieren. Wir kommen gleich dazu. Und die zweite große Gruppe, ich habe es mal so zusammengefasst, ist Maggies Sommerreich. Also alles, was eben schöne Farben an Beeren hat, die aber leider nicht so ganz ungefährlich sind. Das ist die Mahonie, die oft mit der Blaubeere oder Heidelbeere verwechselt wird. Das ist der Cotoneaster, wird oft mal mit der Hagebutte verwechselt, ebenso die Vogelbeere. Und Ilex, gerade so zur Advents- und Weihnachtszeit, wenn die ganzen Weihnachtsgestecke und beim Gärtnereien und im Wohnzimmer stehen, dann ist das so der Klassiker im Herbst. Und die Eibe, wenn die natürlich blüht, die hat natürlich auch wie so kleine Johannisbeerchen. Also Sie sehen, alles was bunt ist, wird von den Kindern oft aus der Pflanzenwelt investiert. Aber
alles das, was Kinder einnehmen, kann man auch sehr leicht therapieren. Und sie brauchen eigentlich nur drei Standbeine in der Therapie bei der Kinderintoxikation. Das ist ganz normal Wasser, also die Verdünnungstherapie, viel trinken lassen, Tee, Wasser, Saft, keine Milch, was den Kindern so schmeckt. Sie brauchen zur Entschäumung, was wir auch von den Entblähungen kennen, das Saab Simplex. Auch das ist flüssig, was flüssig ist, nehmen die Kinder immer gerne ein. Und, da kommen wir später nochmal bei der Erwachsenenintoxikationstherapie dazu, quasi das Verfahren, was ja induziertes Erbrechen, Magenspülung, quasi aus dem Portfolio der primären Gifteliminationen verbannt hat, eigentlich nur noch die Kohle als aktiv und universal Adsorbenz. Also drei Säulen zum Verdünnen, Entschäumen und des Universaladsorbenz. Und mit diesen drei Wirkstoffen oder Substanzklassen, wenn man Wasser so als eigene Substanzklasse nennen möchte, können Sie von der Datenlage her mehr als 90% aller Kinderintoxikationen behandeln. Wie sieht es mit den Vergiftungen im Jugendalter aus? Auch das habe ich schon gesagt, da ist mehr so der Anteil des Abusus, das ist weniger suizidal oder akzidentell, da geht es also wirklich schon um die Drogenschiene, eher Abusus, und im Erwachsenenalter, da ist es zwar ein Teil akzidentell, aber der Großteil ist eben doch die suizidale Komponente. Nun, wenn wir jetzt diese Nomenklatur uns zu Gemüte geführt haben, was tun wir jetzt bei den einzelnen Intoxikationen? Ganz wichtig sind die Erstmaßnahmen. Das haben wir oft nicht in der Klinik, das sieht meistens der Rettungsdienst, sei denn es kommt ein Patient von den Angehörigen gebracht. Ganz wichtig bei dem Vergiftungsnotfall ist immer die Inspektion der Umgebung. Also, ist das irgendwo in einem Silo, dass man Richtung CO2 denken kann, oder ist irgendwo ein verpuffender Ofen, schlecht ziehender Ofen, dass man in Richtung Kohlenmonoxidvergiftung denken kann. Gibt es Erbrochenes, gibt es ein Asservat, liegen irgendwo Tablettenreste rum, gibt es bestimmte Gerüche. Die Alkylphosphatvergiftungen, seit das E605 in den Gärtnereien nicht mehr verfügbar ist, ist ja eigentlich relativ selten geworden mit diesen ganzen Pflanzenschutzmitteln. Aber genaue Inspektion, das macht natürlich meistens der Notarzt schon. Anamnese, Fremdanamnese, Abschiedsbrief, das hatte ich bereits schon erwähnt. Gibt es Reste, Tablettenreste, Erbrochenes, Stuhlreste, Urinreste? Und was man noch machen sollte, initial, auch wenn Sie präklinisch als Notarzt tätig sind, ist der Blutzuckerstiegs. Denn ich komme gleich nochmal dazu, wie wichtig das ist bei der Differentialdiagnose. Da habe ich noch ein Beispiel aus der Klinik mitgebracht, wie schnell man auf die falsche Fährte gelockt wird. Bestimmte Gerüche, Alkohol, also Phytoexore, Bittermandel bei Blausäure, Acetonengeruch bei dem Diabetes. Also das ist so dieses Phytoexore oder Phytoexkremente. Zweite große Gruppe, die Intoxikationen mit sich bringen können, sind die Rhythmusstörungen. Das ist sowohl im Drogenbereich durch Ecstasy und Crystal Meth oder auch durch das klassische Medikament aus der Psychiatrie, die trizyklischen Antidepressiva, das eben zum anticholinergen Syndrom mit entsprechenden EKG-Veränderungen kommen kann. Und die dritte große Gruppe, was man schon inspizieren kann, sind die Hautblasen. Und das ist gar nicht so selten, gerade auch heute noch, bei den Barbiturat-Vergiftungen, diese klassischen Schlafmittelblasen. Ich habe Ihnen mal sowas mitgebracht, so sieht es aus, meistens in den Beugen von Knie und Ellenbeuge. Die drehen so 10 bis einfach eine Druckschädigung und verminderte Zellpermeabilität an den abhängigen Extremitäten entstehen diese Blasen. Das hat eigentlich einen doppelten Effekt. Das ist so der Eyecatcher, wenn Sie das sehen, ist klar, das ist eine Barbiturat-Intoxikation. Und zum Zweiten, man kann so eine Blase punktieren und kann eine toxikologische Analytik im Labor veranlassen. Das heißt, das ist so was Visuelles, was man direkt sehen kann bei der Inspektion, neben den Rhythmusstörungen und eben dem Phötor, Schlafmittelblasen. Mir ist wichtig, dass Sie bei der Therapie und bei der, sagen wir mal, Diagnostik
dass Ihnen da eins bewusst ist, es gibt nicht nur die zentralen Bewusstseinsstörungen, die Sie alle kennen, mit Somnolenz, Sopor, Koma, sondern es gibt eben noch zusätzliche Begleitsymptome bei den Intoxikationen. Das sind die Rhythmusstörungen. Viele dieser Medikamente, die eingenommen werden, senken die Krampfschwelle, es kommt zu Krampfanfällen, und die Organschäden natürlich, gerade bei Leber, bei Paracetamol oder Nierenbeteiligung bei entsprechenden Medikamenten. Und immer davon betroffen ist der Säurebase- und der Elektrolythaushalt. Das sollte immer so das grunddiagnostische Prinzip sein, wenn ein Patient kommt. Und eine zweite wichtige Merkregel: bei dem Vergiftungsnotfall, die Bewusstseinslage des Patienten, das ist ganz wichtig, korreliert nicht immer mit der Schwere der Vergiftung. Denken Sie beispielsweise daran, bei einer chronischen Vergiftung, ich hatte es gesagt, die Patientin, die an ihre Herzmedikamente gewöhnt ist und ihr Digitalis regelmäßig einnimmt, die nimmt jetzt nur akzidentell ein bisschen Digitalis mehr, die ist am Anfang noch ganz klar bei Ihnen in der Klinik, aber plötzlich hat die Herzrhythmusstörungen, Wirkradikat, und die kommt nicht immer so ganz klassisch, wie man das aus dem Lehrbuch kommt, mit Gelbsehen und Übelkeit und Erbrechen. Die hat allein durch dieses Loading und diese chronische Einnahme, hat die schon einen ganz anderen, ja, eine ganz andere Akzeptanz des Medikamentes, als jetzt ein Kind, was aus Verwechslung auf einmal aus Neugier zu viele Paracetamolpillchen isst. Ja? Also das ist mir wichtig, die Bewusstseinslage ist nie ein Ausdruck für die Schwere der Vergiftung und auch nie darauf verlassen, dass man dann sagt, ja, der Patient war eigentlich auch völlig bewusstseinsklar, als er kam, und wir haben jetzt keine so Indikation, den zu überwachen. Also der Intoxikationsnotfall ist primär immer ein Überwachungspatient, weil eben diese Symptomatik protrahiert auftreten kann. Warum ist das so? Das ist deshalb so, weil die Intoxikation ein dynamischer Verlauf ist. Eine Intoxikation ist immer ein Produkt aus der Menge der ingestierten Substanz und der Zeit. Also, wie lange ist es her? Wann ist es aufgenommen worden? Und wie sind die Halbwertszeiten des Medikamentes? Und dann sind natürlich noch so ein paar Berücksichtigungen über die Pharmakogenetik der Substanz, aber das kann man später von der Giftinformationszentrale erfahren und erfragen. Aber ganz wichtig, die Schwere ist ein Produkt aus Menge mal Zeit, deshalb auch Bewusstseinsstörung nicht immer Ausdruck der Schwere der Vergiftung. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiges Dia, was Sie sich einprägen sollen, dann können Sie jeden Vergiftungsnotfall gut handeln. Das Koma unklarer Genese, das atraumatische Koma oder Bewusstseinsstörung, primäre Bewusstseinsstörung, hatte ich Ihnen diese drei großen Erkrankungsfelder genannt: Schlaganfall, Diabetes und Intoxikation. Und ich kann Ihnen ein Beispiel, das soll ja auch interaktiv und zum Lernen sein, aus der eigenen Klinik. Patient, komatöser Patient, wird am Abend, in der frühen Nacht, kurz nach eins bei uns in die Intensivstation aufgenommen. Ich sage Ihnen das Drama, wie es passiert ist. Jüngerer Kollege ist da. Dieser Patient hat von nachts 1 Uhr bis morgens 6 Uhr Folgendes gehabt: eine Liquorpunktion, ein CT-Schädel, ein komplettes Labor, geschallt, weil gerade ein DECOM-Zertifikat erworben wurde, von oben bis unten. Man hat versucht, sich eine endokrinologische Diagnose zusammenzubasteln, und dann haben wir morgens mal Urin und Ketonkörper gemacht, ja, und dann hat der Patient ein Koma-Diabetikum gehabt, und das Einzige, was nicht gemacht wurde, war ein ganz stinknormaler Blutzuckerschluss. Ist, kann passieren, aber ich will einfach nur den Blick schärfen: das Koma oder der komatöse Patient immer in meisten 50-50 haben sie entweder haben sie einfach eine diabetische Stoffwechselrate, Hypoglykämie, oder sie haben einen Vergiftungsnotfall. Das sind die häufigsten Differentialdiagnosen zum nicht-traumatischen Koma unklarer Genese. Kann passieren, soll Ihnen nicht passieren. Was fragt man bei der Giftinformationszentrale nach? Das sind so die klassischen Ws. Wer hat was ingestiert? Alter, Geschlecht, Gewicht. Was wurde genommen? Welche Substanzen? Selbstretatpräparate bei gefahrenen Unfällen, Kemmlerzahl, Kassnummer, wie viel wurde genommen, möglichst genau, haben Sie ja oft auch noch fremdanamnestisch, wie wurde es ingestiert, oral, inhaliert, Heroinabusus, intravenös, wann wurde es aufgenommen, das ist ganz wichtig für unser Produkt Menge mal Zeit, und
welche Symptome hat der Patient und hat der Patient noch Darmgeräusche für Kohlediarrhö und eine phrasierte Diarrhö zu geben. Was sind die Grundpfeiler der Behandlung dieser Intoxikationen? Ich meine, über das Erste, das ist klar, die lebenserhaltenden Basismaßnahmen, Sicherung der Atemwege, gegebenenfalls zum Aspirationsschutz, Intubation, das ist normale Intensiv-1x1 und Intensiv-Basistherapie, da möchte ich auch gar nicht drauf eingehen, ebenso auf die Anamnese und die Verifizierung der Noxe. Ich möchte mit Ihnen im folgenden verbleibenden Zeit über die primäre Giftelimination sprechen, die Antidottherapie, und Sie werden merken, wir kommen mit ganz wenigen aus, und die sekundäre Giftelimination. Starten wir bei der primären Giftelimination. Ich könnte Ihnen jetzt quasi ein Bild zeigen und könnte sagen, es ist alles Mist nach Studienlage. Wir brauchen eigentlich nur noch Universaladsorbenzkohle. So ist es letztendlich auch. Aber trotzdem möchte ich Ihnen noch so ein bisschen was aus dem Portfolio vorstellen, weil man doch das eine oder andere der primären Giftelimination doch schon noch braucht. Was ist der Unterschied zwischen primärer und sekundärer Giftelimination? Primäre Giftelimination, Sie wollen verhindern, dass die ingestierte Substanz weiter aufgenommen wird, absorbiert und resorbiert wird. Sekundäre Giftelimination, also extrakorporale Verfahren, vorwiegend die Hämoperfusion und die Hämodialyse, in ganz, ganz seltenen Fällen auch die Plasmapherese, kommen dann zum Tragen, da gehen auch nicht alle Substanzen, wenn die Substanz schon ingestiert ist und schon ein gewisser Blutwirkspiegel erreicht ist. Wir wollen natürlich im intensivmedizinischen Bereich bei der Notfallaufnahme immer versuchen, dass so wenig wie möglich Gift, Noxe, toxische Substanz überhaupt ingestiert wird. Was haben wir im Portfolio für die primäre Giftelimination? Das ist die Magenentleerung mit zwei Verfahren, dem induzierten Erbrechen, der Emesis, und der Magenspülung oder auch mal bei Fremdkörper die gastroskopische Entfernung, wobei die Frühendoskopie bei Säuren und Laugen doch wieder einen gewissen Stellenwert hat. Aber was wir im Intensivalltag am meisten tun, ist die Absorption der Noxe an die Aktivkohle und die entsprechende Darmentleerung. Vielleicht kurz ein paar Daten und wie es gemacht wird. Zu der Emesis, die Studienlage aus dem Gift Poison Center hat also gezeigt, sie haben nur eine 28 bis 40-prozentige Elimination der Effektivität. Das ist eigentlich kein Routineverfahren mehr. Ganz wichtig, Apomorphin, intravenös, novatral, das ist eigentlich alles auch, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen, ist noch die Standardmethode, ist das Ipecacuanha-Sirup. Man gibt ungefähr so 15 bis 30, je nach Körpergewicht, aber 35 Milliliter und spült es mit 300 bis 500 Milliliter nach. Kein Salzwassererbrechen mehr, kein Apomorphin, da gab es zu viele unerwünschte Nebenwirkungen. Was ist noch wichtig? Das sollten Sie sich sowohl merken für die Magenspülung als auch für das kontrollierte oder induzierte Erbrechen. Kontraindikationen für eine Magenentleerung sind die Schaumbildner, sind die Lösungsmittel oder Mineralöle, auch so diese Öle, die so in den Duftlämpchen zur Weihnachtszeit verdampfen, Säuren und Laugen und ZNS-wirksame Substanzen. Warum? Da sind wir ja einmal froh, weil die auch in der Schleimhaut aboral über die Speiseröhre bis zum Magen hin letztendlich Verätzungen und Irritationen machen können. Da sind wir natürlich froh, wenn die einmal unten sind und wollen die nicht nochmal erbrochen und nach oben denselben Weg nochmal kommen lassen. Das hat einfach einen reinen Sicherheitsaspekt. Und die Aspiration. Und es ist auch wichtig, ein sicherer Aspirationsschutz ist eigentlich immer nur die Intubation. Alles andere hilft Ihnen da nicht weiter. Gleiche Folie eigentlich für die Magenspülung, wobei die Magenspülung bei ganz ausgewählten Substanzen und einer geringen Latenz noch einen Stellenwert hat. Ähnliche Daten wie beim induzierten Erbrechen, maximal, und da müssen Sie aber schon sehr gut und früh spülen, 40%. Und es kommt auf die Effektivität der Beschaffenheit der Noxe an, gerade bei trizyklischen Antidepressiva, die so im Magen mit der Magensäure verklotten und diese, es sieht dann aus wie so Würfelzuckerstückchen bilden, da macht es in der Tat auch noch Sinn, nach etwas längerer Zeit eine Magenspülung durchzuführen. Aber zur primären Giftelimination auch hier kein Routineverfahren mehr. Was ist das Routineverfahren? In allen möglichen Variationen
habe ich Ihnen noch mal so ein paar Bilder, da gibt es ja in verschiedenen Darreichungsformen, die sogenannte Kohle als Universalabsorbenz, also von den Kohlekompletten, wenn Kinder zu Hause in der Verwechslung oder so von den Beeren aus Maggies Kinderreich, sie erinnern sich, was genommen haben, dann kann man so 10 bis 15 von diesen kleinen Tablettchen im Glas Wasser aufschäumen und vielleicht ein bisschen Tee beimischen, dass man das Dunkle nicht so sieht und die Kinder trinken lassen. Das bringt uns natürlich in der Klinik an den Rande des Möglichen, der Existenz. In der Klinik haben wir natürlich diese Dosen von Kohlepulver oder das Ultracarbon als Flüssiglösung, was eben dann den Patienten ingestiert wird und mit forcierter Diarrhoe, wenn Darmgeräusche da sind, wieder entleert wird. Und eine Aktivkohlebehandlung ist dann abgeschlossen, wenn beim Stuhlgang die erste Portion Kohle nachweisbar ist. Es gibt gleich, komme ich dazu, noch so ein paar Ausnahmen, wo man rezidiviert Kohlediarrhoe gibt, gerade bei Patienten, die einen endorepatischen Kreislauf, bei Medikamenten, die einen endorepatischen Kreislauf durchlaufen. Also, ganz klar von Studienlage her, auch in den Positionspapieren dargestellt, kein Nachteil gegenüber der Magenentleerung. Es ist also ein Mythos, dass man sagt, Mensch, da muss alles aus dem Magen raus, mit so ein paar Ausnahmen. Es gibt weniger Komplikationen, weil Sie keine Schutzintubation brauchen bei der Magenspülung, wenn der Patient schon etwas schläfrig ist. Also spätestens, wenn der schon aus der Somnolenz über den Sopor hinaus ist, dann müssen Sie den schon intubieren für eine Magenspülung. Und die Indikation, das ist die Methode der Wahl. Und das ist auch ganz leicht zu merken. Es ist ein Universalabsorbenz und es hat so ein paar Ausnahmen, wo es nicht funktioniert. Und auch hier die Gefahr der Aspiration der Kohle. Richtdosis, ganz leicht zu merken, das sagte ich bereits, man gibt ungefähr 0,5 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bei Substanzen, und das ist gerade das Digitalis oder die neurologischen Substanzen wie das Carbamazepin, das Valproat, die also einen endorepatischen Kreislauf durchlaufen, macht es Sinn, eine mehrmalige, also 2- bis 3-mal oder rezidivierend Kohlediarrhoe zu geben. Und das hatte ich bereits schon gesagt, das wird dann oft in der Klinik, wenn die dann, wenn die Kollegen dann anrufen, auch bei der Giftinformationszentrale, dann heißt es, haben sie Kohlemaßnahmen abgeschlossen? Und ich so, ja, ja, ja. Also es ist nicht damit getan, so eine Dose Ultracarbon oder Carbon oder Kohlepulver den Patienten zu ingestieren. Ganz wichtig ist, und das ist, sollten Sie sich merken, die Maßnahme ist dann abgeschlossen, wenn die Intensivschwester zu Ihnen kommt und sagt, Mensch, der hat jetzt die erste Portion Kohle ausgeschieden. Ja? Dann können Sie sicher sein, dass Sie was absorbiert und letztendlich erreicht haben. Und das habe ich bereits gesagt, bei Substanzen, die einen endorepatischen Kreislauf durchlaufen, da macht es Sinn, nicht nur eine einmalige Kohlediarrhoegabe, sondern 2- bis 3-mal, weil sie immer wieder durch diesen endorepatischen Kreislauf Substanzen haben, die wieder rückreserviert werden, wieder in das Duodenum abgegeben werden, die sie dann wieder beim nächsten Durchlauf mit der Universalabsorbenskohle dann nochmal rausfischen können. Also das macht durchaus Sinn. Was sind jetzt die Richtlinien generell? Als Fazit, die Gabe von Aktivkohle ist das Mittel der ersten Wahl bei der primären Gifteliminierung. Die Richtdosis ist ungefähr 0,5 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist jetzt noch die einzige Ausnahme, trotz aller aktueller Studienlage, wo eine Magenspülung zum Tragen kommt. In Sonderfällen, das heißt unter Berücksichtigung der Gefährlichkeit des Toxins, das sind aber Informationen, die Sie von der Giftinformationszentrale erhalten, bei der Substanzmenge und der Latenz der Einnahme. Also in der Latenz der Einnahme, alles was unter einer Stunde ist, wenn Sie mal im klinischen Alltag überlegen, das ist ja nicht unwahrscheinlich, wenn es eine Wohnungsöffnung ist, der Patient lag da, bis der Rettungsdienst da war, Feuerwehr hat Wohnung aufgemacht, Notarzt kommt zu Ihnen, über die Notaufnahme geht der Patient in die Intensivtherapie. Also das ist natürlich sehr selten, dass er aufgrund der Latenz nochmal spült. Aber aufgrund der Gefährlichkeit des Toxins, gerade die trizyklischen Antidepressiva und der Gesamtsubstanzmenge, wenn also eine kritische Menge deutlich überschritten ist, auch das sind alles Werte, die Sie von der Giftinformationszentrale erfahren können, dann macht die Magenspülung auch unter der aktuellen Studienlage noch Sinn. Antidot-Therapie. Und Sie werden merken, Sie brauchen gar nicht viele. Jetzt hat jeder so den
die Besorgnis, mein Gott, was muss ich alles im Schrank haben, sie brauchen gar nicht viel. Das sind so meines Erachtens die wichtigsten, die Sie so im Porzellanladen zusammen haben müssten, das Atropin, das 4-DMAP, Cortison, Ethanol, die Kohle als Universalabsorbenz, das Naloxon, Naloxon eigentlich eher als Therapeutikum, als anamnestisches Substanz oder als Diagnostikum, als Therapeutikum, um zu sehen, ist eine Opiatvergiftung, ebenso wie das Annexate bei der Benzodiazepine. Das sind eigentlich weniger Antidote, sondern es ist mehr diagnostische Gabe. Und das Physostigmin letztendlich bei der beim anticholinergen Syndrom. Naloxon, ich sagte es bereits, es ist so, wenn Sie was herausfinden wollen, die Opiat-Intoxikations-Aufdeck-Droge sozusagen, ganz wichtig. Sie müssen das Ganze fraktioniert geben in der Dosierung so von 0,4 bis 0,8 Milligramm. Sie schießen den Patienten nämlich in die akute Entzugssymptomatik. Also ich erinnere mich immer an so einen Fall bei uns in der Notaufnahme. Der Patient kommt vom Rettungsdienst rein, es war so unklar, hat er jetzt was an Opiat eingenommen, ja, nein, bis der Triage 10 Urintest fertig ist, dauert dann auch einen Moment. Und dann hat der Kollege in einer wahnwitzigen Aktion, Patient lag noch auf dieser Fernotrage, der klappbaren Trage vom Rettungsdienst, damit Sie mal sehen, wie schnell das geht. Und dann hat er die Dosis vom Narcan, die etwas zu hoch gewählt. Wir wussten dann, dass eine Opiatintoxikation war. Der Patient ist dann quasi mit den Füßen vorne rausgerutscht, mit der Trage auf dem Rücken durch die Notaufnahme gelaufen. Also bitte fraktioniert als Diagnostikum das Narcanti einsetzen. Ebenso bei dem nächsten Vertreter, das Annexate. Annexate eigentlich auch weniger als Antidot, als mehr diagnostisch, was liegt zugrunde. Hat eine kurze Halbwertzeit, eine kurze Wirkdauer, so mit 0,5 bis 1, 1,5 Milligramm kommen Sie da eigentlich schon hin. Das Hydroxycobalamin als Komplexbildner bei der Cyanid-Intoxikation eigentlich heute seltener geworden. Einfach um die Reaktivierung der Atmungskette wieder zu schalten. Aber man muss natürlich sagen, das sind natürlich Notfälle, das sind Patienten, die oft schon prähospital versterben und sie schaffen es fast nie, dieses Medikament auf der Intensivstation noch einzusetzen, vielleicht durch den Notarzt. Man gibt meist beim Erwachsenen so 2 Ampullen, da liegen sie eigentlich gut, das entspricht so 70 Milligramm pro Kilogramm in 100 Milliliter NaCl. Physostigmin, das ist jetzt letztendlich ein Antidot, was Sie in der Klinik noch relativ häufig brauchen, denn gerade bei den Intoxikationen aus dem neurologischen Bereich sind die trizyklischen Antidepressiva doch eine Hauptsubstanz, mit denen wir uns doch täglich beschäftigen müssen. Und gerade auch bei den biogenen Drogen, wo wir zum Schluss bei den Drogennotfällen noch hinkommen, die ganzen Datura-Spezies, die haben auch alle ein Anticholinium, was letztendlich zum Anticholinergen-Syndrom führen kann. 2 Milligramm langsam gegeben, liegen sie eigentlich immer gut. Ganz wichtig, immer unter Monitorüberwachung. Denn die trizyklischen Antidepressiva sind weit verbreitet, die haben eine rasche Resorption, haben ein hohes Verteilungsvolumen und vor allen Dingen eine lange Halbwertszeit. Das nochmal so zur Wiederholung, woran müssen wir denken, was ist das klassische anticholinerge Syndrom bei der Intoxikation mit trizyklischen Antidepressiva an den Pupillen, die Mydriasis, die trockenen Schleimhaut, heute die Darmatonie, häufig vom Säure-Base-Haushalt eine ausgeprägte metabolische Azidose, der Patient bis hin zur Atemdepression, es senkt die Krampfschwelle, Krampfanfälle und die Herzrhythmusstörungen. Und das ist eigentlich sehr wichtig. Was jetzt noch ein bisschen neuer ist, das ist von den Anästhesisten ganz gern gegeben, schon prähospital, ist das sogenannte Lipid Rescue. Das gibt man prähospital schon bei, oder wenn der Verdacht oder ein Hinweis auf trizyklische Antidepressiva da ist, war am Anfang ein sehr großer Rettungsring in der prähospitalen Intoxikationstherapie, schon vor der primären Giftelimination. Man gibt es so mit 1,5 Milliliter pro Kilogramm über die Minute, aber sowohl bei der Bonusgabe als auch in Verbindung mit Folgeinfusion hat man schwerste allergische Reaktionen beobachtet, weil eben doch einige Patienten eine Soja-Eiweißallergie haben, das ist so eine milchige Substanz, sodass man momentan auch von anästhesiologischer Seite in der Intensivmedizin
sehen, wie der davon etwas prähospital abgerückt ist. Das nochmal, wer es noch nicht so ganz klassisch gesehen hat, anticholinerges Syndrom im EKG, vor Physostigmingabe, nach Physostigmingabe. Die Patienten sollten aber aufgrund der Halbwertszeit mindestens 24 bis 48 Stunden, eher 48 Stunden überwacht werden. Paracetamol, habe ich bereits gesagt, das ist natürlich unter den Medikamenten das Allerweltsmedikament. Im amerikanischen Supermarkt bekommen Sie es in Dosen. Und ich glaube, es gibt kein, wirklich kein Medikament in der Medizin, was in so vielen Darreichungsformen auf dem Markt ist. Wenn Sie mal so in der PubMed durchschauen, dann finden Sie Veröffentlichungen, es gibt mehr als 300 Monopräparate, dann die ganzen Migräne-Kombinationspräparate, wo Paracetamol-Anteil noch drin ist. Also es ist mit das weitverbreiteste Medikament bezüglich der Darreichungsformen. Und was uns die Probleme macht, Entschuldigung, was uns in der Intensivmedizin die Probleme macht, das sind die Metabolisierungsprodukte, denn zu 35% wird es Insulfat abgebaut, zu 65% ist Glucuronid und dann haben wir eben dieses N-Acetylcholinesterase, was uns diese Probleme macht mit der Leberschädigung. Was sind so die Richtdosen? Das können Sie auch dann nochmal nachlesen. Beim Erwachsenen ist die kritische Dose, aber immer pro Kilogramm Körpergewicht, 150 Milligramm, bei Kindern 80 bis 200 und wenn schon ein Leberschaden aufgrund Alkoholschaden, Leberzirrhose oder sonst einer Endothelschädigung des Lebergewebe da ist, 70 Milligramm. Dann spielt natürlich noch eine Reihe von Zusatzfaktoren eine Rolle. Ist der Patient immunsupprimiert? Hat der Patient noch Komorbiditäten? Ist noch eine Niereninsuffizienz dabei? Und. Aber das sind so die Richtwerte für auch letztendlich ein frühes Zielschema zu veranlassen. Sekundäre Gifteliminationen, bevor wir zu den Drogen kommen, das können wir relativ schnell abhandeln, dann noch ein Wort zu den Drogen. Sekundäre Gifteliminationen, wie bereits gesagt, immer dann, wenn die Substanz schon einen kritischen Wirkstoffspiegel im Blut erreicht hat. Die Substanz muss entweder durch ein sekundäres Eliminationsverfahren, Gifteliminationsverfahren, dialysabel oder per Hämoperfusion herauszufiltern sein und es müssen bestimmte Wirkstoffspiegel gegeben sein. Heutzutage, Hämodialyse und Hämoperfusion sind eigentlich noch die beiden, die wir in der Intensivmedizin einsetzen. Wann setzen wir sie ein? Immer dann, wenn die Noxe über das entsprechende Verfahren natürlich eliminierbar ist, wenn schwere klinische Symptome dazukommen, wenn schwere neurologische Symptome dazukommen, wie beispielsweise EEG-Veränderungen, kritische Blutspiegel, und in den Positionspapieren wird immer empfohlen, wenn mindestens zwei dieser fünf genannten Kriterien erfüllt sind und das ist ganz wichtig, die Primärmaßnahme, also die primäre Gifteliminierung bereits erfolgreich stattgefunden hat, dann wird es in Erwägung gezogen. Also es bringt nichts, wenn Sie sagen, oh, der hat jetzt einen kritischen Spiegel, aber haben wir keine primäre Gifteliminierung gemacht. Denn A und O ist immer die primäre Gifteliminierung, die sekundäre Gifteliminierung ist immer nur additiv. Wer kommt für was in Frage? Hämodialysabel sind Aspirin, das Lithium, das Phenobarbital, Sie erinnern sich an die Barbituratblasen, Thallium, Ethanol, Methanol, Carbamazepin. Hämoperfusion, das haben wir oft bei den Insektiziden und Herbiziden und beim Amanitin, das ist also bei der Knollenblätterpilzvergiftung. Da ist meistens natürlich dann doch schon das Kind in den Brunnen gefallen und sind oft letale Verläufe, aber da würde ich sagen, nie auf die Hämoperfusion verzichten, immer als Therapieansatz nochmal wagen. Theophylline und das Valproat. Das sind eigentlich noch die Substanzen, die für eine sekundäre Giftelimination generell in Frage kommen. Auf der linken Seite Hämodialyse, auf der rechten Seite die Hämoperfusion. Jetzt habe ich Sie mit so viel Wissen schon überfrachtet, aber zum Schluss vielleicht noch ein bisschen was Aufheiterndes, aber was unseren täglichen Alltag immer mehr belastet. Und das ist eigentlich so die Haupt- und Zielgruppe unserer jüngeren Patienten. Das ist die Intoxikation durch Drogen, Designerdrogen, Mischintoxikation mit ganz verschiedensten Substanzen. Da vielleicht ein Wort zur Nomenklatur. In der Zeitschrift für Intensivmedizin habe ich mir die Ehre, mit Herrn Meinemann so eine Sonderausgabe herauszugeben und wir hatten es letztendlich betitelt, Droge ist nicht gleich Droge. Das ist ganz wichtig. Warum?
Es gibt zwei Hauptgruppen von Drogen. Und das ist ganz wichtig, das zu erkennen und später für die Therapie. Also einmal gibt es so diese, die sich einfach mal wegbeamen wollen. Das wäre so sedierend, euphorisierend. Ja. Das ist so, der User will sich mal absondern, will mal den Alltag vergessen lassen und will einfach mal ausbrechen. Und es gibt die zweite große Gruppe, das ist die gefährlichere. Das sind die, die sich aufputschen und so aktiv euphorisierend sind. Und die denken dann, sie können fliegen und springen aus dem Fenster im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Das sind also mal so die zwei Gruppen von Drogen, die dahinter liegen. Und für den Nicht-Fachmann, der sich nicht jeden Tag mit beschäftigt, habe ich immer auf ganz einfache Weise drei große Gruppen zusammengestellt, wie die wir so im Alltag zu tun haben. Und zwar, das wären einmal die Uppers, die Downers und die Halluzinogene. Das sind so diese drei großen Gruppen. Was steckt dahinter? Unter Uppers steckt das Kokain, das Crack oder White Snow oder wie auch immer man das nimmt, die Amphetamine und das Ecstasy. Das Ecstasy hat aber eine Zwitterfunktion, ist ein kritischer Wirkspiegel im Rahmen der Uppers erfüllt, kann es auch eine halluzinogene Wirkung haben. Die klassischen Downers, das sind die Opiate, das ist das Cannabis und das ist die Gamma-Hydroxybuttersäure. Halluzinogene, LSD, das Psilocybin, was aber in den Magic Mushrooms drin ist, und die Datura-Spezies, also Engelstrompete und so weiter, als biogene Droge. Was muss man so für den Alltag wissen? Heroin, der Schlafmond, ein typischer Downer, wird intravenös inhalativ. Gab ja diesen großen Skandal vor eineinhalb Jahren, wo bei Aldi in den Gurkengläsern, ich habe das mal hier aus Spiegel Online rausgezogen, das Bild, wo bei Aldi zwischen den Gurkengläsern diese Heroingläser transportiert wurden, hat eine massive Entzugsproblematik. Sie denken an das Narcanti bei der Diagnostik. Das Kokain, auch als Upper. Kokain so im Hintergrund haben oder im Hinterkopf haben, es macht Gefäßspasmen und Organinfarkte. Also ich habe schon öfter in meiner eigentlichen Funktion auch als Leiter des Katheterlabors Patienten mit klassischem Ästhetikusinfarkt kathedert. Jüngere Patienten, völlig blande Koronarien, und dann muss man halt mal so die Katze aus dem Sack lassen und sagen, wenn es irgendwie Silvester oder sonst was ist, dann haben sie Kokain oder irgendwas genommen, weil es aber Koronarspasmen machen kann. Und dann kommt man dann schon auch mal drauf, dass die dann, die Damen und Herren, mal Koks, Schnee, White Lady oder wie sie so heißen, als indirektes Sympathomimetikum genommen haben. Aber ganz wichtig sind eben diese Gefäßspasmen und Organinfarkte. Die Amphetamine generell als Uppers, und da ist ja die Wirkstoffgruppe ganz groß, Speed, PEP, Ice, Crystal, das wird oral eingenommen, das wird geschnieft, das wird narrativ eingenommen, aber auch hier ein indirektes Sympathomimetika, was eben diese Stimulation der Transmitterausschüttung forciert. Und es hat halt auch sympathomimetische Effekte. Und da habe ich mal so ein paar Sachen mitgebracht, was so generell auf dem Markt ist, die nennen sich Adam, Eve, Halbmond, kleines Pferd, kleiner Stern, Love, also da ist dem Ganzen keine Grenze gesetzt. Und das sind meistens diese Psychosen, die dann entstehen. Warum ist das so? Diese machen alle eine Exikose, diese Medikamente. Und wo wird es genommen? Es wird in der Disco, in der Diskothek, im Club, in der Lounge eingenommen. Und dann haben sie ein ganz gefährliches Zusammentreffen. Was macht man in der Disco? Sie tanzen halt, sie schwitzen viel. Dann kommt die Exikose dazu, sie haben Rückzug eine Elektrolytentgleisung, über die Elektrolytentgleisung kommt es zu Rhythmusstörungen und es kommt eben dann zu einer Bewusstseinsstörung mit schwersten Rhabdomyolysen, Nierenversagen und Leberversagen. Also nicht ungefährlich. Jetzt noch ein Wort, ganz zum Schluss, zu den weiteren neuen Drogen. Das wären einmal die Gamma-Hydroxybuttersäure, das ist so euphorisierend, macht verstärkte Sinneseindrücke und steigert natürlich die Leistungskraft. Und das ist ein Aphrodiakon, ja, also man ist natürlich dann hochmotiviert und sexuell aktiv und vergisst da seine Umwelt. Also das ist eine Droge, die auch leicht zu nehmen ist. Und was jetzt ganz groß auf dem Markt ist, mit einem ganz, ganz, ganz hohen Abhängigkeitspotenzial, ist das Crystal Meth. Und das habe ich auch mal aus dem Internet rausgezogen, war ja jetzt vor ein, zwei Jahren ganz groß, dass der bei uns aus Mainz stammende SPD-Abgeordnete mit Vertrauensausschuss und so weiter seine
größten Messkonsum gestanden hat. Das ist ganz witzig, wenn man die Kindergründe kennt, der ist noch mit der Fahrbereitschaft von der Bundesregierung in eine Kleingartenanlage nach Berlin gefahren mit Baseballmütze und hat sich seinen Stoff besorgt. Und dieser Dealer war leider an dem Abend überwacht und somit, sonst wäre es nie rausgekommen, ist Herr Hartmann leider an einen Dealer geraten in der Kleingartenanlage in Berlin, die eben überwacht war. Und dann war es natürlich ein Mann des öffentlichen Lebens, als er eben die Baseballmütze abgesetzt hat. Eine ganz traurige Existenz, herausragender Politiker, der ist jetzt auch am Nebenrande, der ist mit Bravour für sein Politikstudium bei der Main studiert hat, kriegt man in der Tagespresse mit, damals ausgezeichnet worden. Jetzt hat er so in dem Stadtteil von Mainz ein kleines Sprechstundenbüro von der SPD als ja, Art Ombudsmann. Tragische Karriere eigentlich. Nur damit man mal sieht, was so eine Droge machen kann. Was wird damit gemacht? Es werden sogenannten Bongs geraucht. Das wird so eine Substanz, die dann hier unten eingefüllt wird. Sie machen es mit dem Feuerzeug heiß und rauchen dann diesen Dampf aus diesen Bongs. Und wenn Sie mal ins Internet gucken, wie eine Kochanleitung, können Sie selbst herstellen, wenn Sie die entsprechenden Substanzen haben. Also eigentlich irre, was da auf uns zukommt, welche Welle wir da in Zukunft noch beachten müssen. Allerletzter Satz, meine Zeit ist eigentlich schon um, aber noch ganz kurz zwei Dias zu den biogenen Drogen. Was sind biogene Drogen? Das ist die Natura-Spezies, das sind diese Magic Mushrooms mit diesem Psilocybin als Handels- oder als Wirkstoffname. Das ist Myristica oder Amatia. Wo gehört es hin? Es gehört in die Gruppe der Halluzinogene. Das sind diese berühmten Pilze, diese Magic Mushrooms. Die werden entweder so gekaut, so wie so ein einfach ein ganz normales Gemüse, oder was man auch machen kann, man kocht sie und trinkt den Sud. Die haben natürlich entsprechende somatische Effekte, richtige Horrortrips mit je nach Wirkstoffgehalt, wie viel halt eingenommen wurde, und sie gehört auch in die Gruppe der Halluzinogene, also ähnliche Wirkstoffgruppe wie LSD. Was ist noch ein Halluzinogen? Das sind die Datura-Spezies, das ist also vorwiegend die Engelstrompete. Engelstrompete, die wird primär als Tee gemacht, das heißt, diese Blüten werden letztendlich gepflückt. Es wird getrocknet oder ungetrocknet, eine Sud gekocht, abgeseiht, und das wird dann eben getrunken. Und da ist eben als Wirkstoff das Scopolamin drin, und das wird halt entweder, Sie inhalieren den Dampf, wenn es gekocht wird, oder man trinkt es pur, und das hat halt, vom Mechanismus ist es ein Anticholinergika, und es hat halt schwerste anticholinerge Syndrome, Horrortrips, Psychosen, also da immer dran denken, wenn jemand mit einem schwersten anticholinergen Syndrom kommt, vielleicht ein bisschen dem Drogenmilieu zugehörig sein könnte, keine trizyklischen Antidepressiva eingenommen wurden, dass man an diese Datura-Spezies denkt. So, was haben wir gelernt? Was darf ich für Sie zusammenfassen für zu Hause? Das nicht traumatische oder internistische, atraumatische Koma hat letztendlich drei große Ursachen. Das ist neben dem Zuckerkoma und dem Schlaganfall sind es die Vergiftungen. Diese drei großen Krankheitsbilder, deshalb auch der Zuckerstick, ist das Koma und die Anagenese. Die häufigsten Noxen bei suizidaler Intoxikation ist immer noch die Medikamentengruppe mit Benzodiazepin, Hypnotika, Neuroleptika, trizyklische Antidepressiva und Analgetika führendes Paracetamol. Sekundäre Gifteliminationen, eigentlich nur noch in auserwählten Medikamenten, die ich Ihnen vorgestellt habe. Primäre Gifteliminationen, letztendlich mittleral und hierbei die Aktivkohle, Magenentleerung, nur noch in Sonderfällen, Richtwert 0,5 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Zunehmend erhalten einen Stellenwert in unserem klinischen Alltag die Designerdrogen, die biogenen Drogen, aber generell muss man sagen, in die Prognose des Intoxikationstraumas ist günstig, und ich hoffe, dass ich Ihnen jetzt so ein bisschen den Blick öffnen und erweitern konnte bei der Therapie der Intoxikation und die Angst so ein bisschen nehmen können. Das ist nicht so gut wie diesen berühmten Mann, und ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ja, dir vielen Dank. Also ich finde das sehr gerne so super strukturiert. Man wirklich ganz gut abgedatet und ich glaube auch gerüstet. Die Struktur da drin hat mir besonders gut gefallen, dass man über die Symptome dahin kommt und dass man wirklich auch im Alltag an bestimmte Sachen denkt. Ich glaube, so schwierig ist es tatsächlich nicht, und man hat ja immer am Telefon gehört. Richtig. Aber es ist immer noch so ein bisschen Unbehagen halt da, weil es ist Intoxikation, es ist halt ein Krankheitsbild, mit dem man jeden Tag zu tun hat.
Das ist das Problem. Und ich glaube, das macht es schwierig. Ich glaube, wir alle können sowas handeln mit einer Anleitung der Diffamationszentrale. Aber es ist halt, man hat immer so ein bisschen diesen inneren Überraschungseffekt, weil es ist ja eben jetzt kein Krankheitsbild wie das akute Koronarsyndrom mit Stemie und Endstemie, was wir in der Intensivtherapiestation haben. Das ist eben eine kleine Nische, aber trotzdem handelbar. Haben Sie noch Fragen?